Wenn man auf die aktuelle Lage blickt, dann gibt es fast schon unheimliche Parallelen zu der Lage kurz vor Ausbruch der Finanzkrise im Jahr 2007. Das betrifft sowohl die Zinsen als auch die Struktur der Aktienmärkte. Und das wollen wir uns in diesem Video mal anschauen. Nein, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich eben. Warum reimt sich die Geschichte oft? Weil Menschen in ähnlichen Situationen sich ähnlich verhalten. Das ist auch der tiefere Sinn von Charttechnik. Geronnenes menschliches Verhalten, was sich in ähnlichen Situationen eben ähnlich wieder abspielen kann. Und genau diesen Blick will ich jetzt mal wagen in die Euphorie vieler Teilnehmer an diesem Markt, die sagen, ja, es kann jetzt nur noch nach oben gehen, ist ja alles super. Siehst du, die normative Kraft des Faktischen, bullische Kurse schaffen bullische Stimmung und so setzt sich die ganze Geschichte fort. Aber schauen wir uns mal das Jahr 2007 an und wie. In diesem Jahr haben wir im Jahr 2007 am 17. Juli ein Top gesehen. Daraufhin gab es einen Abverkauf. Schauen Sie sich mal die Struktur dieser beiden Charts an, schon im Vorfeld dieses Tops, ganz ähnlich Muster, ganz ähnliche Korrekturphasen. Dann dieser Abverkauf, wie gesagt, den wir in diesem Jahr auch hatten, ja mit Yen Carry Trade etc., um dann diese steile Rallye zu machen. Im Jahr 2017 war es so, dass die Fed, wann? Am 18. September, die Zinssitzung der US-Notenbank ist auch in diesem Jahr am 18. September, dass jedenfalls die Fed 2007 die Zinsen um 0,5% gesenkt hat. Dann ging es noch weiter nach oben. Der Leitindex S&P 500 hat ein neues Allzeithoch gemacht. Dann kam der Absturz in diesen Wellen, die wir gesehen haben. Muss sich das ähnlich abspielen in diesem Jahr? Nein, aber wir haben ein ziemlich ähnliches Setup. Das will ich Ihnen jetzt mal zeigen. Zum Beispiel haben wir jetzt ziemlich exakt denselben Leitzins wie im Jahr 2007. Sie ahnen es, damals war der Zins bis zum 18. September 2007 bei 5,25%. Jetzt sind wir bei 5,25%, Korridor bis 5,5%. Pardon, also absolute Parallele, auch damals ein ziemlich schnell Zinsanhebungszyklus, nämlich im Jahr 2007, diesmal ein noch steilerer Zinsanhebungszyklus. Und der Grund, warum das schiefgehen kann, ist schlichtweg, weil eben solche schnelle Zinsanhebungen irgendwann dann etwas kaputt machen. Irgendwas geht kaputt, irgendwas zerbricht. Und das ist im Jahr 2007 die Subprime Mortgage Crisis gewesen, also diese Verbriefungen von Immobilienkrediten, die letztendlich dann dazu führten, dass niemand mehr wusste, wer welche Risiken in den Büchern hatte. Deswegen hat damals im Jahr 2007 am 18. September 2007 die Fed die Zinsen gleich um 0,5% gesenkt, dann weitere zwei Zinssenkungen im Oktober und Dezember 2007, dann 22. Januar 2008 eine große Zinssenkung, 75 Basispunkte in einer Notfallsitzung, Emergency Meeting, also außerplanmäßige Sitzung der US-Notenbank. Dann nahm das Unglück seinen Lauf mit Lehman und Konsorten. Also die Fed hat am 18. September 2007 die Zinsen um 0,5% gesenkt und ein Grund für die gestrige Rallye an den Märkten war, dass Evercore, dieses Haus, gesagt hat, ja, Paul wird am 18. September die Zinsen um 0,5% senken. Das sei jetzt durchaus konsistent mit einer Soft Baseline und er wird signalisieren, dass er offen ist, die Zinsen um 50 Basispunkte zu senken etc. etc. Also wir sehen, wenn die Zinsen steigen, dann steigen die Aktienmärkte. Wenn die Zinsen fallen, dann fallen die Aktienmärkte. Wenn die Zinsen unverändert bleiben, dann steigen die Aktienmärkte auch. Und wenn ein Meteor auf die Erde fliegt, dann steigen die Aktienmärkte auch, könnte man sagen, es sei denn, sie fallen, so wie im Jahr 2007 und 2008. Und wenn wir das jetzt mal abgleichen, nämlich die sehr stark steigenden Aktienmärkte mit dem Bloomberg Economic Surprise Index, also der Abweichung von der Erwartung der Daten, positiv wie negativ, dann sehen wir, der ist so tief, so negativ wie seit 2021 nicht mehr, obwohl uns ja das Narrativ derzeit an den Aktienmärkten erzählt, wir werden einen Soft Landing haben, wir hätten doch die Einzelhandelsumsätze gesehen und zweimal Erstanträge. Hier sehen wir mal Bankruptcy Filings. Höchster Wert seit 2017. Da gibt es ja verschiedene Chapter Filings, Chapter 7, das sind praktisch Liquidation Bankruptcies.
dann Chapter 11 und so weiter. Aber jedenfalls sehen wir, dass die Zahl der Insolvenzen deutlich nach oben geht, weil natürlich in einer langen Nullzinsphase Kapital fehlallokiert wird. Und wenn dann die Zinsen steigen, dann sieht man gewissermaßen, wer nackt gebadet hat, wo also die Fehlallokationen von Kapital sind. Deswegen gehen da besonders viele Firmen pleite. Und gestern diese Umfrage der New Yorker Fed, die gesagt hat, so viele Arbeitnehmer wie nie erwarten, dass sie arbeitslos sein könnten in den nächsten 4 Monaten. Kein Wunder, wir bekommen ja täglich doch relativ massive Entlassungsmeldungen aus US-Unternehmen, die hier sagen, okay, wir entlassen mal so und so viel Prozent unserer Belegschaft, und all das abgeglichen mit den Aktienmärkten, die jetzt anhand des S&P 500 8 Tage in Folge positiv sind. Das ist die längste Strecke seit jeweils dem 8. November 2023 und 2021. Den nächsten Tag, also den nach diesen 8 Tagen, ging es dann 1,12% nach unten, 2023 nur 0,8% nach unten. Wir sind gnadenlos im kurzen Zeitfenster überkauft, keine Frage. Hier sehen wir das nochmal. Rekord war, wenn ich das richtig sehe, 11 Handelstage in Folge. Das hatten wir 1987. Da sind wir auch vielleicht auf einem guten Weg zuletzt. Und hier sehen wir den S&P 500 Inflation Adjusted und die Kaufkraftverlust des Dollars. Ja, das ist eine gute Idee, in Aktien zu investieren, solange eben das Schema bleibt, solange sozusagen das Ponzi-Schema auch aufrechterhalten bleibt und man wirklich so fliehen kann. Wir sehen jetzt nämlich zunächst mal diese positive Korrelation zwischen eben den Aktienmärkten und den als positiv empfundenen Wirtschaftsnachrichten, die nicht, wie gesagt, positiv sind. So viele negative Daten, aber eben Einzelhandelsumsätze und Erstanträge. Die Einzelhandelsumsätze bei genauerem Hinsehen sehr schwierig, statistisch gesehen, wenn man es mal vorsichtig formuliert. Also waren die wirklich so gut? Da gibt es einige große Fragezeichen. However, wir sehen also diese positive Korrelation. Die Märkte jubeln, weil sie sagen Soft Landing. Und jetzt kommt Goldman Sachs und sagt, ja, passt auf. Hier ist der Weg des größten Schmerzes, und die Märkte gehen ja gerne den Weg des größten Schmerzes, ist höher. Wir sehen das jetzt trotz dieser massiven Anstiege in den letzten Tagen. Fear and Greed Index immer noch bei 41 ist, also ziemlich niedrig. Aber warum könnte die ganze Geschichte noch höher gehen? Erstens, CTAs, die müssen etwa 10 Milliarden Dollar pro Tag kaufen in den nächsten 2 Wochen. Dann haben wir die Vol Control Funds. Die müssen wieder zu Equities wechseln, nachdem die in diesem Sell-Off viel abgeladen haben. Dann haben wir die Leveraged ETF Flows, also die gehebelten ETFs, die hier gekauft werden. Wir haben eine Short-VIX-Positionierung und vor allem, und das ist wichtig, wir haben ein positives Gamma. Das heißt, die Dealer, die mussten mitgehen jetzt mit den steigenden Aktienmärkten, sind selber auf der Long-Seite positioniert. In der Regel führt ein positives Gamma dazu, dass Rallyes dann irgendwann gebremst werden und der Dip auf der anderen Seite gekauft wird, also die Märkte in einem gewissen Gleichgewicht sind. Jetzt haben wir aber am Freitag ja den Verfall, den kleinen Verfall. Da dürfte dann einiges von diesem Gamma abgebaut werden. Aber hier sehen wir mal diese CTAs, von denen Goldman Sachs sagt, ja, die werden in jedem Szenario erstmal Aktien kaufen. Schauen wir uns in diesem Kontext mal das gestrige Volumen an. 39 mickrige Millionen Kontrakte im SPY, davor schon 44, davor wenigstens 60, dann 42, dann 52, 42, 45. Also bei diesen Anstiegen dünnstes Volumen, selbst bei dem größten Anstieg an einem Donnerstag bei 63 Millionen, als der S&P 2,3% stieg, als es nach unten ging an diesem Montag, da waren es 146 Millionen, also ein Mehrfaches, fast das Vierfache des gestrigen Volumens. Und hier sehen wir nochmal diese gehebelten ETF-Fund-Flows, also komplette Umdrehung von extrem negativ auf extrem positiv. Wir sehen jetzt das Put-Call-Ratio bei 0,65, das ist der niedrigste Stand seit Juli 2021, also kaum mehr Absicherungen in diesem Kontext. Und wir sehen diese Wix-Spielerei, diese Wix-Shorterei, wenn man so will. Hier sind jetzt
letzte 1,5 Millionen Optionen täglich umgegangen. Höchster Wert seit 2018. Wir sehen, wie stark das angestiegen ist. Und der VIX ist ja so schnell gefallen wie noch nie, nachdem wir den drittgrößten Anstieg in History gesehen haben. Gestern allerdings, trotz der Rallye, ist der VIX hat nicht mal 1% verloren. Interessanterweise hat hier, wenn ich das nochmal zurückholen darf, eine bullische Wedge, aus der er wahrscheinlich ausbrechen wird, erstmal nach oben und ausgebrochen. Scheint auch der S&P 500, hier oben sehen wir im RSI, krass überkauft. Wir haben diese Wedge, diese steigende Wedge, die durchaus gefährlich ist, wenn sie mal brechen sollte. Wir haben übrigens jetzt die Situation, dass Nvidia jetzt Microsoft wieder überholt hat als Nummer 2. Und das Erstaunliche ist, was Samantha LaDuke sagt, naja, wenn jetzt also Konjunktur doch alles super ist, Soft Landing und so weiter, warum ist der Ölpreis dann so tief und warum ist dann der Dollar so schwach, wenn die US-Wirtschaft doch so stark wäre, wie die Märkte jetzt behaupten, müsste doch der Dollar jetzt nicht so schwach gehen, nur weil die Fed die Zinsen senkt. Das machen andere Notenbanken auch, wie die EZB etwa. However, wir sehen, dass jetzt die Kosten für einen, um sich gegen einen fallenden Dollar abzusichern, deutlich höher sind, als gegen einen steigenden Dollar sich abzusichern. Und wie gesagt, ob das Ganze so übergeordnet bullisch für die Aktienmärkte ist, wenn wir solche Dinge sehen, sei mal in Frage gestellt. Der Dollarindex hat jetzt positive Divergenzen, ist an einer sehr, sehr wichtigen Marke inzwischen, nämlich diesem Kanal. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die Emerging Market Currencies gegenüber dem Dollar praktisch ein Dreijahreshoch erreichen. Also es fließt viel Geld jetzt in diese Emerging Markets. Kommen wir nochmal zurück nach USA und zu Kamala Harris. Die hat jetzt gesagt, ich würde gern die Unternehmenssteuer auf 28% anheben. Derzeit liegt diese Unternehmenssteuer bei 21%. Jetzt muss man wissen, es gibt in den USA zwei verschiedene Unternehmenssteuersätze. 21% ist der Mittelwert, wenn man so will. Aber jedenfalls würde die Unternehmenssteuer deutlich steigen. Das würde der Wall Street aus meinem Empfinden wohl nicht so richtig gut schmecken. Das schätzt man nicht. Und die Krypto-Fans dürften auch nicht schätzen, dass Kamala Harris offenkundig überlegt, Gary Gensler als Finanzminister einzusetzen. Jener Gensler, der ja versucht hat, Krypto ein bisschen totzuschießen, würde ich sagen, und kein bei der Krypto-Szene jetzt nicht der allerbeliebteste ist. Jedenfalls bedeutet das, dass jetzt die Krypto-Fans sich wohl Trump wünschen müssen, wenn sie in irgendeiner Form weiter steigende Kurse sehen wollen. Hier sehen wir übrigens nochmal diese Unternehmenssteuer. Da sehen wir, Deutschland liegt so knapp bei 40%. Die Amerikaner, wie gesagt, haben einen Mischsteuersatz. Der eine beträgt 19, der andere ist weit über 20%. In der Summe sind wir bei 21%. Damit zählt die USA auf jeden Fall zu einem der Länder mit der eher niedrigen Unternehmenssteuer. Dänemark, Frankreich ganz, ganz vorne, Deutschland auch relativ weit vorne mit dabei. Das nur am Rande. Kamala Harris hat jetzt übrigens eine Absage erteilt der Präsidentschaftsdebatte bei Fox. Und man sagt selber bei den Demokraten, die Umfragen sind vielleicht ein bisschen sehr positiv. Das liegt auch daran, dass die Umfrageinstitute vorwiegend Demokraten befragt haben oder mehr Demokraten befragt haben. Das ist auch so einer der ganz lustigen Geschichten. Und lustig auch, dass die Preiskontrollen, die Kamala Harris vorschlägt, ja schon mal der Fall waren, nämlich damals noch unter Nixon. Das war im Jahr 1971. Damals hat Milton Friedman schon gesagt, das wird nichts. Ich hatte mehrfach schon erklärt, warum das nicht funktionieren kann. Jedenfalls gab es dann nach diesen Preiskontrollen nicht eine geringere Inflation, sondern eine höhere Inflation. Das hat also im Mindesten nicht gereicht, um die Inflation nach unten zu bringen. Diese Preiskontrollen, normalerweise produzieren Unternehmen weniger, weil es eben sich nicht rechnet. Wenn ein Preisdeckel existiert, dann hast du eine Mangelwirtschaft, entsteht ein Schwarzmarkt etc. etc. Nochmal zurück zu Trump, der überlegt, Elon Musk als Minister mit zu ernennen. Die beiden sind ja jetzt ganz dicke, aber gleichzeitig überlegt er eben auch, diese Tax Credits für Elektrofahrzeuge zu streichen. Das würde dann nicht so gut für Tesla sein. Abschließend, meine Damen und Herren, noch drei Empfehlungen. Wir sind auf dem Weg zur längsten Gewinnserie des Jahres. Wie gesagt, 8 haben wir schon geschafft. Kommt heute ein 9. dazu. Hier mal ein Blick in die Historie, wie ich finde, sehr interessant. Erste Empfehlung. Die zweite Empfehlung ist
Volkswagen, der merkwürdige Optimismus der Experten, die Aktie ja wirklich echt unter Druck, erscheint optisch sehr billig, die Analysten sind alle positiv. Und da haben wir mal genau nachgeschaut, die zweite Empfehlung. Und die dritte Empfehlung ist auch interessant. Es gibt nämlich jetzt in China einen Kampf gegen Korruption im Finanzsektor. Da werden einige Köpfe jetzt rollen. Erstaunlicherweise, man knöpft sich ja Sektor für Sektor vor und bringt die alle schön auf Linie. Was da genau abläuft, ist die dritte Empfehlung, also diese drei Empfehlungen. Und jetzt sage ich Servus und Ciao.